Islam. Andererseits herzlich willkommen zur Medienkonferenz. Danke, dass Sie etwas gewartet haben. Wir hatten noch Interviews auf dem Spielfeld. Wir haben einen Cheftrainer hier, Romeo Codro und auch Uli Forte. Wir werden es so machen, dass Herr Codro seine Aussagen auf Spanisch machen wird und eine Übersetzung auf Französisch erfolgt. Die Fragen dann bitte auf Französisch und dann Uli Forte natürlich auch auf Deutsch. Monsieur Codro, buenas tardes. Analizar un poco el partido, pues yo creo que el empate, desde mi punto de vista, es bastante justo. Nosotros más o menos controlamos el partido en la primera parte. No ha habido muchas ocasiones, quizás nos faltó un poco la profundidad para después de robar el balón, para hacer alguna transición con más calidad. Y bueno, la segunda parte sí que se abrió un poco. Marcamos el gol después de pues, un gol del balón y después de una transición desde la casi cuarta línea. Pour la première mi-temps, il pense que le match a été assez contrôlé, il n'y avait pas énormément d'occasions. Sur cette première mi-temps, il nous a manqué peut-être un petit peu de profondeur dans le jeu. Et la deuxième mi-temps, le match s'est un petit peu ouvert, on a marqué un but quasiment pas sur un appel de la deuxième ligne, quasiment de la quatrième ligne. Et puis voilà. A partir de ahí, quizás cuando el rival empezó a jugar con dos delanteros, pues sí que nos desajustamos un poco y empezamos a sufrir. Y sobre todo después del penalti del rival, pues sí que nos han hecho algo más de daño que hasta ese momento. Pero bueno, yo creo que en definitiva el partido y el resultado es bastante justo. Entre les deux attaquants, on avait un peu plus de difficultés après le pénalty, même un peu avant. Et puis après, sur la fin du match, ils considèrent que le match nul est équilibré. C'est juste. Oui. Ja, schade. Hätte gern heute den Dreier geholt, um das Ganze nicht theoretisch, aber praktisch beenden. Es hat aber leider nicht gelangt, weil wir erst die Halbzeit zu wenig gemacht haben, viel zu phlegmatisch waren, zu wenig Bewegung drin gehabt. Servet ist sehr gut gestanden, sehr stabil gestanden. Wir haben dann immer wieder mit der langen Ball auf den Samen unser Pressing verhindert und probiert dann auf die zweite Ball zu gehen. Das haben wir insofern im Griff gehabt, aber bei der Umschaltphase nach vorne, wo wir natürlich viel Raum gehabt hätten hinter der Abwehr, dort haben wir es verpasst, zwei, drei Mal den entscheidenden Ball zu spielen. Die zweite Halbzeit war dann besser gewesen, vor allem mit der Einwechslung ist noch mal ein bisschen Tempo reingekommen. Nach dem 1-1 habe ich das Gefühl gehabt, so jetzt kehren wir die Mannschaft. Und jetzt stellen wir das Resultat auf den Kopf stellen, aber Servet hat auch da einen kühlen Kopf bewahrt, hat den Ball gut zirkulieren lassen. Wenn sie den Ball gekommen sind, haben natürlich auch immer wieder Zeiten verlagert und so versucht natürlich das Spiel zu kontrollieren. Und wir haben das nicht geschafft, dann, vor allem wenn wir dann den Ball erobert haben, über die Zeiten rauszugehen. Wir haben oftmals probiert, dann über die Mitte zu gehen. Da wäre natürlich viel, viel besser gewesen, wenn wir den zweiten Treffer über die Flanke gesucht hätte und über die Zeit. Am Schluss müssen wir akzeptieren, das ist ein gerechter Punkt. Servet hat sich den Punkt verdient. Und wir müssen weiter schaffen und jetzt am Samstag probieren, das Ganze dann definitiv zu beenden. Danke. Haben Sie Fragen an die beiden Trainer? Bitte warten, bis das Mikrofon erreicht wird. Christine? Je nachdem kann sie auch morgen beenden, wenn man was berührt in Schaffhausen. Wenn man da irgendetwas plant, dass man nach Schaffhausen geht, oder wie wird man das? Es werden sicher einige von uns auf Schaffhausen gehen, aber wie gesagt, das ist nicht in unseren Händen. Da müssen wir schauen, was der Muri und seine Leute machen jetzt gegen Xamax. Aber wichtig ist, dass wir uns trotzdem ganz gut vorbereitet auf das nächste Spiel gegen Wiel da daheim am Samstag. Das Resultat nehmen wir dann zur Kenntnis, wenn es dann so weit ist. Danke. Weitere Fragen? Dann danke ich Ihnen für die Teilnahme. Ich wünsche einen schönen Abend. Wiedersehen.